Herzlich willkommen, allen Freunde, zurück zu Animal Crossing New Horizons. Wir haben heute Post bekommen, tatsächlich. Meine Mutter, also, ne, hier in meine Ingame-Mutter hat mir dieses Teeservi da geschenkt. Und ich habe einen Gartenzwerg von Nintendo? Ich glaube, von Nintendo bekommen. Und die hier gab es gestern im Shoppie bei Neppy und Schleppy. Da gehen wir jetzt mal rein. Vielleicht hat er noch irgendwas Cooles für unser Kürbisfeld. Animal Crossing wird jetzt immer einen Tag vorher aufgenommen, Leute, ja? Weil sonst passt es nicht. Sonst passt es zeitlich nicht mit der Uni und so. Weil morgens früh kann ich das schlecht am Montag aufnehmen. Oh, den nehme ich. Weil es gibt jetzt richtig coole, hier. Saison-Items. Richtig geil. Richtig geil. Ah, dann gucken wir mal, ob die Kürbisse mittlerweile gewachsen sind. Ich habe die jeden Tag gegossen. Ich hoffe, wir haben viele verschiedene Farben. Haben wir noch ein Bonbon? Ach ja, stimmt, die Bonbons. Bonbons muss ich auch kaufen. Das mache ich gleich. Dann gehen wir jetzt aber erstmal hier rein. Und gucken, ob er vielleicht noch was hat. Ich habe auch ein bisschen mein Lager aufgeräumt. Das habe ich jetzt auf den zweiten Account rüber gedingst. Noch nicht alles. Aber schon mal so 60 Sachen. Damit wir wieder ein bisschen mehr Platz im Lager haben. Für Klamotten. Was haben wir hier denn? Schönes Halloween-mäßiges. Eine Kandura ist nicht Halloween-mäßig. Zauberlehrlingskap. Oh, cool, Leute. Oh, die sind ja alle cool. Ich würde erstmal den weißen nehmen, glaube ich. So eine Hundeschnauze ist ja auch richtig cool. Och man, als ob ich immer nur eins davon kaufen kann. Das ist ja hier wieder Beschiss einfach. Aber coole Sachen, oh mein Gott. Die will ich alle haben. Die kaufe ich mir auch später noch. Die kaufe ich mir. Muss ich mir nur einen Wecker stellen. Dass ich das nicht vergesse oder eine Notiz. Warte. Ich war kurz hier. Kleidung. Animal Crossing. So. Gut. Werde ich gleich nach der Aufnahme darüber informiert. Sonst gucke ich mal eben, ob wir hier noch was brauchen. Was wir vielleicht da hinten hinstellen können. Wie siehst du aus? Nee, ne? Weiß ich nicht. Bin mir unsicher. Wir gehen einfach mal da hinten jetzt hin und gucken, wie es mittlerweile aussieht. Ach, ich habe außerdem, glaube ich, schon ein Kürbisrezept gefunden, aber das war von einem Ballon. Ich dachte eigentlich, man bekommt die nur, wenn man Kürbisse erntet. Was ist es denn? Hier sehe ich jetzt noch nichts. Hier auch nicht. Muschel. Ah, hier. Das hier. Oder? Doch. Ach, den kann man auch kaufen. Ah, und man kann ihn herstellen. Und man kann ihn nochmal umdesignen. Oh, das müssen wir uns gleich mal anschauen. Warte, dann nehme ich mein Dings mit. Mein, hier, wie nennt man es nochmal? Mein Werktisch. Oder Werkbank. So, holen wir mal schnell hier raus. Und Umgestaltungskits. Die bräuchten wir dann natürlich auch. Gucken wir mal ganz kurz hier. Ganz rechts natürlich. Sonstiges. Wo sind sie denn? Ne, das waren sie nicht. Medizin war das. Das war so orange, glaube ich. Orange-weiß, ne? Hä? Habe ich die im Inventar? Nee, dann habe ich die, glaube ich, irgendwo draußen hin platziert. Weil ich mein Inventar kurz loswerden wollte. Aber die könnten auch links schon liegen. Also wir gucken aber erstmal hier kurz. Hier liegen sie auf jeden Fall nicht. Dann können sie nur noch da hinten liegen. Oh Gott, ich hoffe, dass sie jetzt da hinten liegen. Bitte, bitte. Bitte, bitte. Oh, guck mal, wir benutzen mal die. Nee, da liegt nur der Zaun. Ach nee, die liegen hier nicht mal. Nein. Oh, die Kürbisse sind gewachsen. Ich habe hier gestern einen Brunnen hingestellt. Mit einem Eimer. Fand ich eigentlich ganz passend. Ich weiß noch nicht, ob wir das hier da hinstellen sollen oder hier hinstellen sollen.
Hier soll auf jeden Fall noch ein Silo hin und dann ganz viel Stroh und sowas. Finde ich ja ganz cool. Okay. Wie viel Platz haben wir denn? Warte, ich möchte mal ganz kurz hier eine Werkbank aufstellen. Ich möchte es mir trotzdem anschauen, wie es aussieht, wenn wir das bearbeiten. Okay, es geht sogar. Kürbisturm. Kürbis. Oh, eine Kürbisstehlampe haben wir auch. Oh, cool. Und da. Also das. Das finde ich echt cool. Und man braucht keine Dinger, sondern Kürbisse, um die. Um zu einer Kuh. Weil das hier würde perfekt in unsere Stadt passen. Die Farbe. Also, ne, ich habe ja so eine Art Feenstadt vor. Oh, mega cool. Okay, dann ernten wir mal, oder? Oh, es bleibt alles da. Oh, sehr schön. Sehr schön. Heißt, ich muss keine Kacke da immer kaufen und wieder anpflanzen. Oh, sehr nice. Ach, also das freut mich gerade ein bisschen. Ich hoffe, es gibt einen Kürbiszaun oder sowas. Obwohl ich den jetzigen Zaun eigentlich in Ordnung finde. Aber der hätte besser sein können. Oh, sehr schön. Aber wir haben sehr, sehr viele normale Kürbisse, ne? Kriegen wir eigentlich 3 raus? Okay, wir haben jetzt 7, ne? Wie fahren wir jetzt? Ja, tatsächlich 3. Lel. Das ist ja auch cool. Dass man direkt 3 bekommt. Ich meine, also ich beschwere mich echt nicht. Also wirklich. Das ist echt cool, aber wozu brauche ich dann so viele Kürbisse? Wenn ich jetzt schon 10.000 habe. Ah, cool. Och man, das wird cool. Wenn es dann noch Karotten und sowas gibt, das ist ja mega nice. Oder Wassermelone für den Sommer. Oh, da freue ich mich ja jetzt schon drauf. Das ist echt eine sehr, sehr coole Neuerung, Leute. Echt cool. Oh, meine Tasche ist voll. Ja gut, ne? Was mache ich denn jetzt damit alles? Eine Kürbisstehlampe. Wo könnte man die denn hin platzieren? Hier oben auch? Ich weiß nicht. Platzieren. Wenn wir die umdrehen. Und dann nach vorne. Oh, können wir gar nicht nach vorne ziehen. Also wir gucken mal, wie es so aussieht, wenn man hier unten steht. Dann würde es so aussehen. Das ist eigentlich nice, oder? Das geht doch völlig klar. Gucken wir mal, ob wir hier noch einen Turm hinstellen. Ah, links. Da war er. Oder ob das schon zu viel ist dann. Ah, gehen wir mal gucken. Geht eigentlich, oder? Oder nicht? Ich würde es so stehen lassen. Ich finde das eigentlich ganz cool. Sieht so ein bisschen aus, als ob der Kürbis darauf sitzen würde oder so. Aber nur ein bisschen. Sehr cool. Boah, mega cool, ey. Okay, möchte ich das hier haben oder soll das vielleicht sogar hier unten hin? Soll das vielleicht hier eher hin? Ah, Kürbisse platzieren bitte. Oh, Alter. Ich nehme mal hier Suppenkessel und sowas mit. Ach, scheiße. Ach, Mann. Meine Taschen sind ja voll. Wie in den Kürbissen. Oh, dich muss ich auch mal eben wegschieben. Man könnte hier unten natürlich auch noch so einen Heuballen hin tun. Das wäre auch noch eine Möglichkeit. So, drehen kann ich es noch nicht jetzt. Immer noch nicht. Jetzt aber, oder? Jetzt. Oh, als ob. Weg mit dir. So. Nee, komm mal hier hin. Und jetzt aber. Immer noch nicht. Jetzt aber. Oh Mann, das ist die andere Seite. Oh Gott, ey. Das ist ja nervig hier. So. Ach, jetzt müssen die Sachen da weg, oder? Nee. Wir machen es so. Wir ziehen es einfach nach hier hin. Und dann
Dann drehen wir es. Perfekt. Ja, einmal noch an die Wand und dann können wir es nach links drehen. Sehr schön. Ja, so. Dann können wir hier vielleicht noch einen Kürbisturm oder sowas hin machen. Oder einen Heuballen einfach. Das wäre eine Möglichkeit. Ich glaube, ich vercrafte jetzt erstmal diese Sachen da. Dass ich die jetzt alle da im Inventar habe. Das ist ja nervig hoch 10. Wo ist meine Werkbank da, ne? Ne, das ist mein Zypresse. Hier ist meine Mini-Werkbank. Und was soll ich tun? Etwas herstellen. Ach, wir können nur die. Okay, komm, stell das einmal her, bitte. Einmal bitte herstellen. Sehr schön. Genug fürs Erste. Und wenn wir das jetzt hier hinstellen... Aber an die Wand. So. Und hier dann noch überall Stroh. Das finde ich eigentlich, glaube ich, ganz gut. Ja, will ich es da haben? Ich glaube, ich will es ein bisschen weiter links haben. Müssen wir ja gucken. Müssen wir ja gucken. Okay, Leute. Oh, das ist ein Geschenk. Ist ja vielleicht ein neues Kürbisrezept drin. Das wäre toll. Ich sehe es nicht, das ist das Problem. Da ist es. Peng. Immer noch nicht. Oh Gott, jetzt ist es schon links. Mann, ey, was ist das denn? Immer noch... Okay, wir müssen hier drauf hoffen, dass wir es hier noch kriegen. Ne, nach oben bitte. Da ist es. Peng. Immer noch nicht. Okay, hier dann. Hä, wo ist es? Ah, da. Oh Gott, ich dachte gerade schon. Och Mann, ey. Wieder hinlegen. Och Gott, die Kürbisse brauchen ja noch mehr Platz, ey. Ablegen. Ablegen. Och, man könnte die auch einfach so daneben legen. Das ist auch gut. Ja, ist auch gut. So, gib mal her hier. Neues Rezept, komm, Kleiner. Haben wir Glück. Falter für Schwanzschmuck. Toll. Danke für den Müll. Wir haben auch hier Meilen wieder bekommen. Habe ich keine 5er-Meile heute. Ist aber traurig. Pflanze Obstbäume, stoße Felsen an. Das können wir eigentlich machen, oder? Verkaufe Obst, verkaufe Unkraut. Na, weiß ich noch nicht. Ja, Leute. Ich würde sagen, ne? Das hier nimmt langsam hier an Fahrt auf. Zwergkaktus-Set. Ja, ich habe gedacht, dass wir vielleicht hier hinten... Ah, nee. Weiß nicht. Vielleicht machen wir hier einen kleinen Stand hin. Oder hier vielleicht. Das müssen wir da mal schauen. Aber so gefällt es mir eigentlich schon. Oh, ich muss die, glaube ich, alle nochmal gießen, ne? Ja, zum Gießen mache ich... Also, wenn ich gieße, mache ich das jetzt so. So ist es dann easy, ja? Einfacher für mich. Muss ich nicht alle einzeln gießen, ey. Ich hätte auch am liebsten auch eine Goldgießkanne, ne? Spiel. Also, irgendwann, ne? Kannst du mir auch mal hier eine Goldgießkanne geben. Ich weiß, die kriegt man, glaube ich, nur bei 5 Sternen, oder? Ich weiß es nicht. Sollen wir gleich mal gucken, wie viele Sterne ich überhaupt habe? Ich glaube nämlich nicht viele. Ich glaube echt nicht viel. Oh, ich habe keine Lust, die jetzt alle zu gießen. Komm, gestern hat es geregnet hier im Spiel. Dann kann es morgen auch nochmal regnen. Wir gehen mal gucken, wie viele Sterne ich habe. Habe ich, glaube ich, seit ungefähr 2 Monaten nicht mehr gemacht. Ich denke, ich habe nicht viele Sterne, weil hier ist einfach nichts gefühlt. Hier ist wirklich nichts. Also, wenn ich jetzt hier eine große Anzahl an Sternen habe, ne, das würde ich nicht glauben. Hier ist wirklich nothing. Ich würde mir einen Stern geben, wenn ich ehrlich bin. So, komm mal her, Melinda. Oh, Moritz, guten Morgen. Wie kann ich dir heute helfen? Das Insel-Image. Du machst dir also Gedanken um das Image von Inmaland im Moment. Hat Inmaland
Ja, eine Bewertung von 2 Sternen. Super. Ja, ist nicht schlimm. Oh, ich bin hier schon so oft angespielt worden, dass ich wohl ein Art Experte bin. Ich fände es gut, wenn ihr etwas mehr los wäre, dann würde man arme Schiffbrüche auch schneller finden. Das hier sollte der beliebteste Hafen der 7 Weltmeere werden. Beim Klabautermann. Alles klar, Gilliver. Nee, Gilliver. Ich will hier Natur auf der Insel haben, ja? Und nicht. Irgendwie, ne? Ja. Oh Gott, ey. Ich rede nie wieder an, Leute. Es tut mir leid. Aber irgendwann habe ich auch eine 5er-Insel, okay? Zumindest 4er, ja? 5er vielleicht dann nur auf kurze Zeit, um irgendwelche Items abzuschnappen. Ja. Ja, Leute. Ich würde dann sagen, das war's mit Animal Crossing für heute. Ich werde gleich noch eben die Sachen da kaufen. Der Bauernhof wird langsam. Ich werde, glaube ich, offscreen jetzt auch bis zum nächsten Mal versuchen, dass ich den Silo bekomme. Das Silo bekomme. Mit Nuckmalen. Das wird jetzt erstmal so mein Ziel sein. Und wir sehen uns dann am Donnerstag. Ich glaube Donnerstag wieder, ne? Bis dann, euer Kamito, haut rein und ciao.